Fertig? Herzlich willkommen, welcome, bienvenidos. Ich heiße Felix Müller, der große Argentinier, und das ist die Essen und Kochen Show. Heute haben wir zwei der besten Juries der Welt. Sie bereiten sich das Essen unserer drei Teilnehmer zu probieren. Zuerst wollen wir unseren Juries treffen. Aus Kroatien kommt Iva, die böse Frau. Jemand hat mir einmal gesagt, dass ich streng bin. Och nein, mein Schatz, Leute können nicht kochen. Deshalb bin ich ehrlich. Und aus den USA kommt Herr Kevin, nur Kevin. Ich liebe Kochkunst. Und meine 10-jährige Erfahrung hat mir für diesen Wettkampf vorbereitet. Ich hoffe, dass wir heute fair und natürlich kochen haben. Unsere Show zelebriert persönlich Geschmäcker auf internationalem Paket. Was du erwartest von der Show? Die Enttäuschung. Zweiten treffen wir unsere Köchelernen und sie sind... Hallo Freunde, ich bin El Cocinero Loco und ich komme aus Mexiko und ich werde der neue Gewinner von Essenkampf sein. Ich bin Hans, die böse Puppe. Ich komme aus der Höhle und ich will das beste Essen machen. Ich mag Ricky Martin und meine Zigaretten. Hallo, ich heiße Andrea und ich komme aus Mexiko. Dort haben wir viele lecker Essen. Ich liebe Kochen und Backen und hoffe, diese Kompetenz gewinnen. Ich bin aufgeregt, hier zu sein. Fantastisch! Jetzt haben wir die nächste Frage. Was die Köche lernen müssen kochen? Sie müssen ein neues Gerät von Ihnen in Bildungskraft kochen. Zigarette will bei der Donau anregen. Aber haben Sie nur eine Minute, für das Gericht zu machen. Sie können beginnen! Meine Katze kann besser kochen. Ich mag Essen, aber ich mag das nicht. Das Essen ist eine Kunst und diese Köche sind keine Künstlerinnen. Ich glaube, dass diese Koche interessant und lecker essen es kochen können. Es sieht wie eine Katastrophe. Ihr probiert eure Bestes, aber das ist nicht immer genug für diesen Wettkampf. Ich liebe die Kreativität. Ich will den Geschmack auch lieber. Wo hast du kochen gelernt? Im Gefängnis? Du solltest in nächster Zeit zurückkommen. Sie sind eine Gruppe von Amateuren. Sie sind alle schöne Leute. Sie sind so schwer probiert. Fertig? Ihre Zeit ist abgelaufen. Bitte präsentieren Sie uns die Gerichte. Nein. Das gefällt mir. Das ist schon. Mein Gericht heißt Cereal con Leche und ist eine interessante Mischung aus vielen Geschmacksrichtungen. Es basiert auf der Donau, weil es nass ist wie der Fluss. Hallo, wie geht's? Was ist das? Heute habe ich ein besonderes Hauptgericht bereitet. Es ist ein Brot mit Mayonnaise und einem glücklichen Geschirr mit Paprika gemacht. Die Bezeichnung zwischen dem Brot und dem Fluss ist ich. Der Fluss gefällt mir, dann lache ich, wenn ich den Fluss sehe. Das Brot ist sehr lecker, weil es mit viel Liebe gekocht war. Das schmeckt sehr gut. Danke. Das ist okay.
Danke auch. Ich denke, dass ich der Beste war. Ich mag kein Essen und ich hasse jeden. Nein. Ich habe keine Wörter für dies. Wir haben das Ende unserer Show erreicht. Jetzt. Juris, wer ist der Gewinner? Ja, okay. Und die Gewinner ist Andrea. Sie ist die Gewinnerin. Ich habe gewonnen. Ich freue mich, dass mein Brot gewonnen hat. Vielen Dank, Eva und Kevin. Jetzt kann ich mein Restaurant anfangen. I won! Oh.